Stirn Design geht es auch heute weiter. Hier zeige ich gerade eine Behandlung. Da sieht man, dass die Stirn hier sehr labil ist. Also das heißt, die Stirnhaut ist nicht so fest an Knochen fixiert. Und da gibt es halt verschiedene Techniken. In der Feinheit im Detail liegt hier natürlich das Ganze begraben. Und wenn man das in die richtige Schicht dann die Behandlung durchführt und auch mit der richtigen Konzentration. Ich sage immer wieder, die Botox-Behandlung ist nicht immer gleich eine Botox-Behandlung. Und hier sollte man immer darauf achten, dass die nicht nur die Nadel, sondern auch die Injektionsebene, auch die Konzentration der Mischung, auch die Menge des Injektats entsprechend dem Patienten angepasst werden sollte.